Hallo Leute und nein, du sollst nicht vorspringen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rock of Ages. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben in Paris, nachdem wir nervenaufreibende Dior geschafft haben. Und dann gucken wir uns doch mal. Ludwig der 14. mit seinem Klothron. Wieder gegen einen Löwenkopf. Und das ist eine recht lineare Strecke mit Treppen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir ihn da aufhalten wollen, was wir da bauen. Wir bauen erstmal. Das ist wieder so eine Strecke, da geht es nur darum, dass ich schneller bin als er. So, da noch. Na komm, bau das doch dahin. Und dann hier hinten nochmal bei dem Windteil. So. Auch nochmal ein paar Fässer hin, dass er schön langsam wird. Und dann starten wir auch gleich. Er war sogar eine halbe Sekunde vor uns fertig. Das ist ja unglaublich. So. Wind, danke. Und zack. Drehung, hüpfen, hüpfen, hüpfen. Ich hoffe, meine Maus spinnt nicht. Was ihr nämlich nicht seht, ist die faszinierende Tatsache, dass meine Maus gestern aus unerfindlichen... Halt, stopp, das nehmen wir doch mit. Kaputt, so. Dass meine Maus gestern aus unerfindlichen Gründen den Geist aufge... Da ist ja noch so ein Teil. Kaputt. Meine Maus gestern aus unerfindlichen Gründen den Geist aufgegeben hat. Was sich darin äußerte, dass sie einfach nichts mehr gemacht hat. Also, ich habe, es ist eine Funkmaus, ich habe Batterien gewechselt, ich habe verschiedene USB für den Empfänger ausprobiert und es hat alles nichts gebracht. Das ist einfach frustrierend. Und deswegen spiele ich gerade mit meiner alten Maus, die ich noch habe, die aber nicht mehr ganz so toll ist und die macht manchmal Sachen wie das hier, nur dass es halt die Maus macht und nicht ich. Ach komm, was soll der Geiz? So, so, so. Ach, kein Geld mehr. Aber es wäre nett gewesen, wenn wir da auch noch ein bisschen ballern könnten. Wie ist er da durch? Das wird dauern, bis er da durch ist. Ja, wie ihr seht, das geht hier nicht darum, irgendwie groß effektiv zu sein, sondern einfach nur schneller. Zumindest ist das eine recht einfache Version, diese Map zu schaffen, wie ich finde. Gute Nacht. Und hier lang. Ah, verdammt. Ja, ruhig. Großer, ganz ruhig. Danke. Jumpstyle. Pogo oder was auch immer. Sucht es euch aus. Waren da gerade Elefanten gestanden? Ihr habt nicht drauf geachtet. Ich dachte, das wären auch so Holztürme wieder. Schlimmeres, ne? Ja. Und Ludwig in your face. Das ist gut, dass er da ist. Dann können wir nämlich hier Goldminen bauen. Zack, zack. Das war's mir doch nicht. Und komm, lass ihn nochmal runterfallen. Nein. Haben wir ihn überhaupt kleiner gekriegt? Wahrscheinlich nicht. Das war ganz nett. Egal, nochmal kommt er eh nicht dran. Wir können ja noch ein bisschen hier mit ihm spielen. Wo ist er denn? Ball? Ah, da. Nehmen wir mal die großen Geschosse. Elefant, ein noch. Na gut. Oh, wir können auch den Flügel nehmen. Habe ich euch den Flügel schon gezeigt?
Ich zeige euch den Flügel einfach mal. Ich wollte eigentlich jetzt... wie heißt das? Feuerball? Aber wir können auch Flügel nehmen. Flügel sind okay. Vielleicht kriegen wir dann auch den letzten Schlüssel, wenn wir damit hinkommen. Wenn ich Idioten nicht schon vorher auszusehen benutze oder so. Ja, so ungefähr. Flügel sind quasi ein Doppeljump. Wenn man die eine halbe Sekunde zu früh drückt, dann macht er halt so einen Doppeljump, der dann auch noch ziemlich dämlich ist. Konzentration geht gegen minus unendlich. Scheinbar. Ja, nervt mich nicht. Ist eh keine Ahnung von Tuten und Blasen. Hat mir die große Wolke. Ach, deswegen ist das da immer da, wo der Rand so weg ist. Da haben sie ihre... Ah, da kommen wir eh nicht dran. Schwupp, aha. Da hat er dann seine Goldminen hingestellt. So ist das. Hüpf. Und... Boom! Was machst du jetzt mit deinem Klothron, hä? Tada! Dann können wir ja gleich auf zum nächsten. Das ist Angeres. Paris war jetzt aber nicht weder schwer noch lange. Das war ja langweilig. Die einzigen ansatzweise schweren Maps sind die mit Wasser. Und die mag ich nicht. Marie Antoinette. Jawohl, Schlüssel. Ich bin mal wieder am Mittag auf. Also es ist gerade 1. Hier steht noch eine Schüssel vom Frühstück. Das mag ein bisschen skurril klingen, aber ich habe alles vor einer Stunde, bin erst aufgestanden. Eine Stunde ungefähr. Demnach ist das noch nicht so verwunderlich. Da 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 da. Das ist eine ganz gute Position hier. Habe ich eigentlich die Karte schon mal so gedreht, um euch das zu zeigen, dass das möglich ist mit dem Drehen? Ich weiß es gar nicht. Nein! Verbaut. Oh, bitter, bitter, bitter. So, so. Das ist nämlich eine beliebte Abkürzung von mir, wo ich gerade die letzten beiden Türme hingebaut habe. Gespannt, was er damit draus macht aus den Kühen. Ist er schon vorbei? Ja, ist er. Naja. Und dann ist er da irgendwie rübergesprungen. Also, er kennt da auch Abkürzungen. Hier muss auch noch was hin, wo bei ihm da die... Ruhig, Onkel. Ja, gib mir Rückenwind. Das mag ich doch. Oh, fuck, war das knapp. Hat er gut platziert. Wo nimmt er das ganze Geld hier? Wir sind in der ersten Runde. Wow. So, das wird jetzt ein bisschen härter. Ja, aber das musste sein, damit das für die nächsten Runden frei ist. Bin ich jetzt auf der richtigen... Ah, ich bin sogar auf der richtigen Seite. Wie cool. Wäre ja fast wieder zurückgesprungen. So, und damit spart man sich geschätzt ein Drittel der Strecke mit dieser Abkürzung. Und ja. Ist da irgendwo auf einem Stein, war noch eben Schlüssel, habe ich gesehen. So, dahinter kommt dann das und... Ja, zwei Münzpressen. Ich kann dir auch eine Balliste ins Gesicht schießen lassen. So ist es nicht. Da bin ich gar nicht so. Ist er da nicht rübergesprungen irgendwo? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Was heißt er? Sie ist ja Marie. Sie ist Marie. Ah, ganz blöde Witze. Danke. Das war der Schub, der mir gefehlt hat.
So, Onkel Wolke. Blasen bitte. Ups. Wow. Gut, auch nett. Okay, dafür wirst du sterben. Ach komm. Hüpf. Hüpf. So. Dann gucken wir uns nochmal den Schlüssel da hinten an. Ich meine, der sieht nicht so schwer zu erreichen aus. Und da können wir doch mal kurz Abstecher auf den Stein machen. Und zack, den Schlüssel holen. Bin ich ja auch gar nicht so, ne? Ja, ich bin ja immer nicht so. Ich bin ja gar kein böser Mensch, so in dem Sinne. Oh ja. Ich hab dich. Mhm. Okay. Scheiße. Wow. 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 Das ist echt... Es ist so zum Kotzen. Wow. Wow. Ich sterbe an zwei Windmaschinen. So, und dem scheiß Katapult. Den Trick merke ich mir, das baue ich jetzt auch gleich. Und ihr seht, dass... Alter! Ich so gut wie kaputt bin und froh sein kann, dass ich überhaupt noch ankomme. Dafür gibt es nächste Runde einen Feuerball, Madame. Das kannst du dir... Echt, wow. Wobei, Feuerball, habe ich dafür denn noch Geld? Man weiß es nicht. So. Zack. Zack, 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 zack. Weil was die Frau kann, das kann ich schon lange. So. 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 Und so. Damit du da richtig Spaß dran hast. Und, weil ich ja gar nicht so bin, ne? Kommt da noch ein Ballon hin. So. Dafür, außerdem kriegst du jetzt den Feuerball. Und nun habe ich oft genug so gesagt, finde ich. Wupp, wupp und tschüss. Mit den Flügeln wäre das cool gekommen. Da hätte man sich wirklich die halbe Strecke gespart. Ich weiß nicht, warum ich so dumm den Schaden von ihm gerade fress, von seinen komischen Katapulten. Das ist echt ätzend. Und puste! Ja, dann nicht. So. Ich will, dass der Feuerball ankommt. Das will ich sogar sehr doll. Deswegen mach ihn jetzt nicht kaputt. Mit irgendeinem Murks. Dass ich hier nicht zwei Fässer noch hintersetze oder so, das verstehe ich nicht. Aber es kann mir auch unendlich egal sein. So, und geschafft. Feuerball in your face. Der macht Schaden, oder? Der macht Schaden. Like a boss. Oh, er hat auch schon gut Schaden gemacht. Wie hat er das denn hingekriegt? Sind wir mal gar nicht so, ne? Bauen wir noch Kühe davor. Wenn er noch so braucht. Oder sie. Ich sag immer er, das ist irgendwie gemein. Mach sie kaputt. Traust du dich nicht, ne? Ja. Was willst du tun? Was willst du tun? Warum? Hast du verdient? Bam. Ich kriege ich noch kaputt. Kannst du drauf wetten? Ich kann dagegen schießen? Ah. Nehmen wir diesmal Flügel. Den kriege ich kaputt. Der wird es nicht überleben. Oder die. Also die. Der Ball von der Frau oder die Frau halt. Ihr wisst doch, was ich meine. Okay, schießt sogar Kühe. Trau, versuch's doch. Komm durch. Los, komm. Wupp. Wupp. Schafft er das? Schafft er das? Wie geil!